Auf geht's, Leute. Habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, was passiert, wenn man einfach mal einen Sinn von euch wegnehmen würde? Beispielsweise, ihr könntet nicht mehr riechen, ihr könntet vielleicht für einen Tag nicht mehr sehen. Oder einen Tag lang nicht mehr scheißen, das wäre auch ganz wild, wenn man einfach mal einen Tag lang nicht mehr kacken kann. Oder, was ich jetzt gerne testen möchte, ist, was passiert, wenn man einen Tag in nahezu Stille lebt. Ganz lustig, ich habe mit Marius, Freitag waren wir im Bootshaus und haben da aufgelegt und unser Set aufgezeichnet und da habe ich mit Marius kurz drüber geredet und er meinte, es wäre geisteskrank gewesen, das wäre wirklich verrückt gewesen, Mann. Denn selbst wenn ich komplett leise bin, hört man trotzdem noch was. Vielleicht ein Knarzen hier, ein vorbeifahrendes Auto an der Straße. Es ist nie wirklich still. Wir sind unser ganzes Leben gewöhnt, in einer Welt voller Geräusche zu leben. Ist wirklich so, Digga. Ist 100%ig so. Macht mich auch komplett fertig, wenn es einfach ruhig ist draußen. Kann ich nicht, Digga. Ich fühle mich gerade wie so Angela Merkel, die so im Bundestag sitzt mit so vielen Mikrofonen. Ist cool. Vorbeifahrende Autos oder Schritte, die man hört von der Ferne. Eine Tür, die zugeschlagen wird. Was passiert, was macht es mit einem, wenn man all das nicht mehr hört? Wie nimmt man dann die Welt wahr? Um das zu testen, habe ich mir was bestellt. Und zwar einmal so eine Lärmschutzkopfhörer. Die hauen 30 Dezibel weg und nochmal so eine In-Ear-Dinger, die ich da noch reinpacken werde, die hauen auch nochmal so um die 30 Dezibel weg. Zwar kann man das nicht einfach so addieren, aber einfach mal so zum Vergleich. Normales Sprechen liegt bei ungefähr 50, 65 ne? Dezibel. Wenn man davon jetzt 30 Dezibel abzieht, ist normales Sprechen nur noch so laut wie das Ticken einer Armbanduhr. Und dann wird ja nochmal was abgezogen. Das heißt, wir sollten normales Sprechen in einen Bereich drücken von so ungefähr 10 Dezibel, was nur noch so laut ist wie Atmen. Und das hört man ja auch nicht wirklich. Kennt ihr das, wenn so Leute so richtig eklig laut atmen? Wenn so einer zum Beispiel im Zug sitzt. Boah, Digga, da würde ich am liebsten einfach sagen, würde diese Person antippen und sagen, Entschuldigung, können Sie, wenn Sie gerade jetzt hier schon sitzen, vielleicht den Anstand wahren und woanders einfach sterben? Digga, weil es ist so nervig, Digga, wirklich. Diese Kombination aus diesen beiden netten Dingen hier werde ich jetzt einen kompletten Tag tragen. Oh, ist das unangenehm. Alter, shit. Also jetzt, wo ich sie ausbreite, selbst damit, sag mal kurz was. Ja. Damn, Alter, das ist schon so dumpf, ne? Ja. Okay, wir haben jetzt 10 Uhr. Bis morgen 10 Uhr heißt es also. Ne? Boah, krieg ich Druck auf den Ohren. So, aber was? Hi. Das ist so voll verrückt. Digga, das muss so krass sein, Alter. Also, die Frage ist ja auch, hört man seinen Verdauungstrakt oder wenn man dann kackt, hört man, wie die Kacke in seinem Darm rutscht? Das sind alles Dinge, die mich beschäftigen. Das sind so Sachen, über die ich nachts nachdenke. Geht's dir? Also ich höre mich selbst noch so ganz leicht. Ich glaube, ich schreie auch gerade mega. Ich höre mich jetzt gerade ebenso. Aber deine Lippen bewegen sich. Ja, du kannst es nicht deuten, ne? Gar nichts mehr. Boah, das wird weird. Oh Gott, ey. Und ich sag mal so, schon in der ersten Stunde habe ich gemerkt, ich habe noch nie echte Stille erlebt. Denn selbst ein sehr ruhiges Zimmer hat schon eine Lautstärke von 30 Dezibel. Und eine Sache kann ich euch jetzt schon mal sagen, durch Stille nimmt man unsere Welt ganz, ganz anders wahr. Man hört dann halt die Stimmen, die man im Kopf hat, viel lauter, ne? Umso besser ist es, dass Jo Olli immer viel Musik hört, dann hört der das, was sein kranker Geist ihm sagt, nicht so laut. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ganz gut. Das ist ja so weird. Also, aber ich höre mich krank laut atmen. Ich habe wohl ein bisschen am Laptop gearbeitet und ich höre die Tastatur nicht. Das ist so fucking komisch, Alter. Ich bin gerade mal ein bisschen gelaufen und auch laufen, du hörst irgendwie unterbewusst sonst immer deine Schritte. Aber es ist auch, also man fühlt sich ein bisschen desorientiert und lost. Er spricht ja auch so übertrieben laut, ne? Ist auch krass. Dieser Unterdruck ist langsam echt sehr unangenehm. Wie beschreibe ich das? Es bahnt sich schon so ein sehr beklemmendes Gefühl auf jeden Fall an. Aber wie klingt Stille eigentlich? Stille klingt irgendwie ein bisschen so ein Rauschen. Es fühlt sich an wie Rauschen, aber ja. Ich höre kein Rauschen. Kann man sich das vorstellen?
Absolut nicht, Digga. Und auch in anderen Experimenten haben die Menschen berichtet, dass sie in der Stille Geräusche wie Meeresrauschen, Wind, Blätter rascheln oder manche haben sogar ganze Songs aus der Ferne gehört. Das ist super interessant. Ich glaube, das ist vielleicht auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Boah, jetzt 2,5 Stunden. Und ich dachte erst so, mein Schwindel kommt ein bisschen daher, dass ich halt Hunger habe oder so. Deswegen habe ich ja gerade was gegessen. Aber Alter, mir wird immer schwindeliger gerade. Das ist echt heftig. Das ist das Blut, das man hört? Nein. Oder man hört nicht das eigene Blut im Körper fließen, Digga. Ist es so? Ist es wirklich so? Ich weiß nicht, ob es die Stille ist, die das Gehirn so fertig macht. Aber dieser Unterdruck. Krass, Alter. Krass, Digga. Das heißt, wenn man pisst und wichst, dann hört man das auch. Sau nice. Druck auf den Ohren. Das ist die ganze Zeit so, als wenn man so bei so einem Flugzeugstart. Es wird jetzt leider schon echt anstrengend. Tatsächlich. Boah, krass, Alter. Nach 2,5 Stunden. Das ist irgendwie ablenken. Ich glaube, ich zocke jetzt irgendwie was. Und dabei ist mir was super Weirdes aufgefallen. Und zwar hatte ich, ja, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, Audio-Halluzinationen. Und zwar habe ich geglaubt, die Spielsounds beim Spielen zu hören, obwohl ich sie ja offensichtlich nicht hören kann. Und das ist eine echt super... Das ist das Ding, wenn man das gewöhnt ist, dann... Denkt man, man hört es, aber man hört es gar nicht, ne? Das ist wie... Ach, ich halt's egal, ich halt's für mich. Super weirde Erfahrung gewesen, dass ich mir bewusst war, dass sich mein Gehirn diese ganzen Geräusche gerade ausdenkt und nicht wirklich hört. Stellt euch mal vor, Digga. Das wären aber die falschen Geräusche. Ist einfach die ganze Zeit so ein durchgehendes Schreien. Bisschen Auszeit. Ist auf der Couch eingeschlafen. Fragen wir den Marius mal, wie es ihm gerade geht. Das ist weird, also an diesem Druck und ich sag mal so, dass die Gehörgänge und so ein bisschen wehtun, hat man sich jetzt irgendwie daran gewöhnt. Ich konnte jetzt sogar gerade ein bisschen nappen. Das Komischste ist, man fühlt sich so ein bisschen von der Welt isoliert. Ja, Digga, natürlich, so hören ist ja so ein geisteskrank wichtiger Sinn unseres Körpers. Also den ich hasse, Junge, dann bist du halt lost. Dann hast du halt wirklich, also ohne Hören, Junge, ist vorbei. Will ich mir gar nicht vorstellen, Mann. Ich glaube, das kann ich am besten beschreiben mit, stell dir mal vor, du stehst vor so einem Fenster und drin läuft eine Serie am Fernseher und du hörst aber nichts. Versuchst trotzdem zu verstehen, worum es geht. So fühle ich mich gerade die ganze Zeit. Aber man muss dazu auch sagen, diese extreme Stille, man würde ja eigentlich meinen, so alles ist ultra laut immer und es ist voll erholsam, mal so eine Ruhe zu haben. Ist aber, glaube ich, es nicht, ist super anstrengend. Ja, glaube ich. Also richtig stille ist auf Dauer echt nicht so geil. Auch irgendwie die Orientierung und das Zurechtfinden in der Welt fällt einem sehr schwer. Selbst bei so einfachen Sachen wie sich selbst Essen machen, musste ich mich wirklich sehr konzentrieren, damit ich es irgendwie hinbekomme, weil einfach irgendwas gefehlt hat. Imagine, er macht einfach alles falsch. So, er will, keine Ahnung, er will so ein Blatt Papier schneiden, schneidet sich einfach in die Hand, weil er nichts hören kann. Das macht so gar keinen Sinn. Oder er will scheißen gehen und tritt aber dann die Toilette kaputt, weil er einfach komplett lost ist, Digga. Naja, so, ich habe nichts gehört, so ist das, Herr Officer. Mhm. Ganz weirdes Gefühl. Ich weiß auch manchmal nicht, wie man das ganz beschreiben soll. Leute, die 10-Stunden-Marke, sie ist geknackt. So langsam ist MX, die Isolation Alex, nicht unangenehm. Gerade wenn sich hier im Raum unterhalten wird oder so. Man hört den hohlen Kopf. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Ich glaube, ich würde einfach, bei mir im Kopf wäre einfach so ein ständiges Geschrei, was aus meinem Kopf kommen würde. So ein durchgehendes. Das würde ich die ganze Zeit hören, Digga. Ich mach mal das zweite Mikrofon hier kurz weg. Das wäre wahrscheinlich so eine Sache, die ich viel lauter wahrnehmen würde. Diese kranke Stimme in meinem Kopf, die mir so Aufgaben gibt, die dafür sorgt, dass ich Dinge tue, wie ich sie tue. Scheiße, Alter. So fühlt man sich halt schon hart ausgeschlossen. Normalerweise hört man Schritte, ja. Aber wenn ich jetzt hier auf dem Sofa sitze, merke ich die Schritte durch die Vibration eher. Ist total krass, dass auf einmal so ganz anderes... Blotte sind AirPods drin, läuft die ganze Zeit hart Bass. ...Sinne eine viel größere Rolle spielen. Kommen wir zu dem Teil, wo ich halt gar keinen Bock drauf hab. Macht schon wieder so, schrei ich wieder. Kommen wir zu dem Teil... Dankeschön für den Sub, Bro. Kuss. Wo ich gar keinen Bock drauf habe. Mit den Dingern schlafen, das wird wieder richtig gemütlich. Haben jetzt 11:30 und ich sag's euch, das war das unbequemste überhaupt. Ich habe erstmal 3000 Jahre gefühlt gebraucht, um eine Schlafpose zu finden. Das war gar nicht so einfach. Und selbst wenn ich dann eingeschlafen bin, war das nicht so der geilste Schlaf. Vor allem, weil der meiner Meinung nach krasseste Effekt sich erst gezeigt hat, nachdem ich wieder aufgewacht bin. Glaube ich. Ob der Junge schon wach ist?
Alter. Das war beschissen. Es war echt tatsächlich schlimmer als die VR-Brille, ne? Ich glaube, dass man so morgens Vögel und sowas, ist halt saugeil, sowas zu hören, ne? Das fehlt halt komplett, glaube ich, ne? Morgens Vögel zu hören, die Nachbarin, die sich streitet mit ihrem Ehemann, der Nachbar oben drüber, der seine Kinder schlägt, das sind alles so Geräusche, da bin ich dran gewöhnt, die brauche ich morgens. Aber ja, ohne ist das, ohne muss das sehr unangenehm sein, Digga. Gestern, ne? Wirkt wie so ein Fiebertraum irgendwie. Also es ist ganz weird, ich habe nur so... Kennt ihr das? Ihr könnt auch nicht ohne das, ohne diesen Sound einschlafen, wenn sich eure Nachbarn streiten. Geht nicht mehr. Also ich brauche das einfach. Ich gehe auch manchmal einfach hoch, klingel bei denen und sag, hey, wenn ihr euch vielleicht nochmal kurz 20, 30 Minuten anschreien könntet, damit ich hier unten pennen kann, das wäre super. Ganz komische Erinnerungen an den gestrigen Tag. Also keine normalen irgendwie. Und selbst wo ich das Video gerade geschnitten habe, ist mir einfach aufgefallen, wie wenig ich mich überhaupt noch an diesen Tag erinnern kann. Das kann man am ehesten vergleichen, wie wenn du morgens aufwachst und dich nur so ganz schwammig an deinen Traum erinnern kannst. So ist der Tag bei mir in Erinnerung geblieben. Und endlich. Oh. Welcome. Oh, fühlt sich das weird an. Welcome back. Ah, boah, die tun weh. Seit wann ist das so rauschig hier? Boah, jetzt Alter. Muss richtig krass sein, wieder was zu hören. Boah. Krass. Hi. Hi. Ich hab das Gefühl, es ist gerade lauter auf jeden Fall. Und ich jetzt erstmal Mero gönnen, Digga, direkt wieder die Kopfhörer auf. Imagine, du bist eine Woche lang mit so Kopfhörer, das erste, was du hörst, ist Ola Belier, Digga. Da kannst du dir direkt Stifte in die Ohren stecken. Nimm's intensiver wahr. Es war so, also wirklich anders geklappt, als ich erstmal so gegen 6 heute aufgewacht bin, ne? Da habe ich mich so desorientiert gefühlt und alles in allem auch jetzt meine Erinnerung an gestern. Mero auf 8D-Basis aber, ne? Ganz wichtig, Digga. Das finde ich das Krasseste an dem ganzen Ding. Fühlen sich einfach wie so ein Fiebertraum an. Also als wenn das nicht passiert ist. Irgendwie, als wenn mein Gehirn das nicht richtig verarbeiten konnte. Habt ihr euch nicht auch... War es das? Ist das Video jetzt vorbei? Also, war da nicht eigentlich noch eine Abmoderation oder so? Ich meine, gut, Bro. Cooles Projekt, finde ich sehr interessant. Nice.